Colonel Spader, ich bin John Wyatt. Wie geht's, Wyatt? Ich bin froh, Sie zu sehen. Nehmen Sie Platz. Dankeschön. Ich habe den Befehl, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. In dieser Gegend hier taucht im Moment eine Menge Falschgeld auf und gerät in Umlauf. Ich denke, es kommt von drüben, von der mexikanischen Grenze hierher. Gibt es vielleicht einen Verdacht? Nichts Bestimmtes. Vor ein paar Jahren wurden zwei Marktschreier verhaftet. Die hatten Falschgeld bei sich. Einer hat deswegen 10 Jahre abgesessen. Der andere stellte sich als Kronzeuge zur Verfügung und wurde freigelassen. Sie verdächtigen diese beiden Männer? Ja, wir haben erfahren, dass der Ex-Sträfling wieder mit seiner Medizinshow unterwegs ist. Drüben an der mexikanischen Grenze in Arizona. Es wird nicht leicht, ihn zu verfolgen, wenn er über die Grenze verschwindet. Machen Sie sich keine Sorgen. Die Beziehungen zur mexikanischen Regierung sind einwandfrei. Ich habe bereits deren Erlaubnis eingeholt. Wenn Sie die Grenze passieren müssen, um den Mann dort festzunehmen, haben Sie deren vollste Unterstützung. Oh, das ist toll, Colonel. Mal was Neues für mich. Ich muss bei einer Medizinshow einsteigen. Danke, Ben. Komm her. Ist hier eine Medizinshow vorbeigekommen? Ja, aber vor 5 Tagen ist die wieder weitergezogen. Die haben jedem hier Geld geschuldet und mussten ganz schnell weg. Und in welche Richtung sind Sie gefahren? Ich denke, Sie wollten nach Westen. Vielen Dank. Bin gleich wieder da, Sam. Haben Sie eine Medizinshow in der Gegend gesehen? Ja, da war eine. Aber die sind gestern Abend schon wieder weggefahren. Der Sheriff wollte sie hier nicht haben. Er sagt, das sind alles nur Gauner. Wo fuhren Sie hin? Richtung Arizona. Danke. Sowas dürfen wir uns einfach nicht gefallen lassen. Was ist passiert, Martin? Dieser Gauner von Medizinmann macht meinen Laden zu Kleinholz und verschwindet ohne zu bezahlen. Das musst du dem Sheriff melden. Aber er ist nicht da. Ich habe ihn gerade gesehen. Er ist wieder da und in seinem Büro. Gibt es Ärger, Männer?